Ja, einen schönen Abend darf ich Ihnen auch im Namen von e-Education wünschen und Sie zum folgenden Beitrag sehr herzlich begrüßen. Ein herzliches Willkommen auch an Herrn Professor Jan Moser und Herrn Christoph Becker, Master of Arts und Bachelor of Education, die uns heute über das aktuelle Angebot an Zertifizierungen an österreichischen Schulen und Hochschulen und auch das aktuelle PH-Fortbildungsprogramm und Zertifizierungsmöglichkeiten für Lehrpersonen und Schüler und Schülerinnen informieren werden. Ich bitte Sie auch bei diesem Beitrag, etwaige Fragen im Chat zu posten. Wir werden danach noch genügend Zeit haben, sie zu beantworten. Und darf Sie nun einladen zum letzten Beitrag für heute und darf Sie um Ihre Ausführungen bitten. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Christoph Becker. Ich bin in der ETC geschäftsführender Gesellschafter. Wir als ETC sind Österreichs größter oder Nummer 1 IT-Trainingsanbieter, hauptsächlich im B2B-Umfeld, also für Österreichs Unternehmen. Das, was uns treibt schon seit über 20 Jahren, ist, dass IT-Skills und vor allem die Nachweisbarkeit von IT-Skills unseren Teilnehmern und unseren Kunden, Unternehmen, Organisationen Sicherheit für die Zukunft geben. Es geht um meine persönliche Sicherheit, es geht um meine Sicherheit als Organisation, wenn ich IT-Skills aufgebaut habe. Das, was wir von unseren Firmenkunden als großes Thema in den vergangenen Monaten und Jahren gehört haben, ist dieser Fachkräftemangel, der überall immanent ist. Da gibt es Zahlen von 24.000 IT-Professionals fehlen da in Österreich. Und da ist die Frage, wo setzt man an damit? Und da haben wir als ETC vor 3 Jahren begonnen, mit dem Unterrichtsministerium IT-Zertifizierungen, Industriezertifizierungen in Österreichs Schulen zu bringen. Mit dem Ziel, jungen Menschen Begeisterung für die IT zu vermitteln und ihnen mit IT-Zertifizierungen etwas in die Hand zu geben, was ihnen dann Anschlussfähigkeit in ihrer beruflichen Weiterbildung gibt. Ich habe schon gesagt, wir sind zu Hause in der IT-Ausbildung und IT-Zertifizierung für Österreichs Unternehmen. Wir waren nie in der Schule zu Hause, aber wir sind froh, im Jahr jemanden zu haben, der das in die Schullandschaft reinbringt. Und damit übergebe ich an den Jan, der euch erzählt, wie diese Zertifizierungen in Österreichs Schullandschaft reinpassen. Sehr gut, dann werde ich jetzt meinen Bildschirm teilen. Und gleich einmal beginnen. Sieht man jetzt schon ganz viele bunte Logos hier auf der ersten Folie, die auch zeigen, wie umfangreich das Angebot ist. Und wir werden es uns jetzt der Reihe nach einfach einmal durchschauen. Beginnen möchte ich jetzt einmal, so schauen wir, ob er mich weiterpasst, mit ein paar Zahlen. Das ist ja auch immer ganz gut und wichtig für die Statistik. Hier sieht man mal die Österreich-Karte und einmal, wie viele registrierte Prüfungsstandorte an Schulen und Hochschulen es mittlerweile gibt. Also 232 Registrierte haben wir aktuell, davon sind 54 bereits operativ tätig. Im letzten Jahr war es eine Besonderheit durch den Lockdown, dass es ein bisschen weniger war. Jetzt merkt man, dass das Ganze wieder ins Laufen kommt, so wie es in den Jahren davor gewesen ist. Und ich würde gerne mal mit der ersten Möglichkeit beginnen, nämlich mit den Microsoft Office Specialist, mit dieser Zertifizierungsvariante, wo es einmal darum geht, Office Skills entsprechend zu zeigen. Aktuell wäre das Office 2019 und 365, das ist die gleiche Zertifizierung, weil es eben dasselbe Programm ist. Wir haben einmal die Basiszertifizierung. Hier gibt es Excel, Word, Outlook und PowerPoint. Werden jetzt Associate genannt und zusätzlich kann man 3 Expert-Zertifizierungen machen. Wenn man sich das jetzt auf einer Roadmap ein bisschen genauer ansieht, bedeutet das Folgendes. Das heißt, wenn man Word, Excel und PowerPoint positiv absolviert, erhält man automatisch folgende Zertifizierung, nämlich den Microsoft Office Specialist Associate. Der wird dann automatisch überreicht von der Microsoft. Ich habe auch hier immer die entsprechenden Links eingefügt, wo man dann im Nachhinein, wenn man diese PowerPoint-Präsentation sich herunterladet, auch direkt auf Microsoft Docs sich die genauen Inhalte auch dazu anschauen kann. Wenn man quasi diese 3 Basiszertifizierungen hat und den Microsoft Office Specialist erreicht hat,
kann man eben zusätzlich zwei Expert-Zertifizierungen machen und erhält dann automatisch den Microsoft Office Specialist Expert. Sieht man hier mit den drei Sternen gekennzeichnet, das ist der höchste Status, den man schaffen kann. Vielleicht ein paar Prüfungsdetails. Der Ablauf ist so, dass es eine In-Application-Prüfung ist. Das heißt, es ist keine Theorieprüfung, sondern es wird wirklich mit den Office-Programmen gearbeitet. Es werden Projekte geladen und innerhalb dieses Projektes kann man sich frei bewegen und hat sechs Tasks zu erledigen. Summa summarum sind es, glaube ich, sechs Projekte, je nachdem, welche Zertifizierung das man macht, mit unterschiedlichen Fragen vom Volumen her. 50 Minuten hat man dafür Zeit und im Anschluss erfährt man sofort das Prüfungsergebnis. Ich zeige euch dann im Anschluss, wenn ich jetzt für 2016 die Zertifizierung gezeigt habe, wie auch so ein Zertifikat dann ausschaut, das man erhalten kann. An dieser Stelle auch eine gute Nachricht. Neu ab dem Schuljahr 2021-22 ist, dass Lehrpersonen kostenlos an diesen Zertifizierungen teilnehmen können, sofern sie die Zertifizierung bestehen. Bis zum letzten Jahr gab es eine Dreierregelung, das heißt, es wurden nur drei Zertifizierungen bezahlt. Diese Dreierregelung ist gefallen. Das bedeutet für Kolleginnen und Kollegen, die besonders engagiert sind und sich immer wieder aktuell zertifizieren lassen möchten, wird das auch automatisch wieder bezahlt sofort, sofern die Zertifizierung bestanden wurde. Wenn sie nicht bestanden wurde, fällt auch für die Lehrpersonen der reduzierte Edu-Preis von 19 Euro an. Ist auch derselbe Preis für die Schülerinnen und Schüler. Normalerweise würde das Zertifikat 150 Euro kosten, wenn man es jetzt am freien Markt machen würde. Hier auch noch einmal eine Übersicht für Office 2016. Da gab es noch eine andere Layoutierung. Auch die sind derzeit noch möglich. Wir werden sie nur mehr supporten für dieses Schuljahr und ab nächsten Schuljahr dann hauptsächlich nur mehr 2019 und 365 supporten. Gab es auch die gleichen Zertifizierungsmöglichkeiten wie jetzt auch für 2019 und 365. Prüfungslänge und Fragen, daran hat sich nichts geändert. Darum werde ich diese Folie jetzt gleich zügig überspringen. Hier sehen wir jetzt ein Musterzertifikat. Das wird so ausgestellt, ist international gültig, weltweit und standardisiert. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob ich jetzt in Amerika diese Zertifizierung mache oder in Europa. Es ist dasselbe Layout, kommt dann mit diesen im Plenum. Und was auch toll ist, wenn man zum Beispiel Word, Excel schon gemacht hat, bei der dritten Zertifizierung scheinen auch die anderen zwei Zertifizierungen automatisch auf diesem Zertifikat aus. Das Zertifikat wird digital ausgestellt. Man hat die Möglichkeit, zusätzlich auch ein Originalzertifikat bei Microsoft US direkt zu bestellen. Der Preis dafür sind 15 Euro und da bekommt man wirklich per Post dieses Zertifikat zugestellt, wo dieses im Plenum dann so mit einem leichten 3D-Effekt in so silbrigen Farben dann dargestellt wird. Vielleicht ein paar News noch dazu. Das habe ich schon angesprochen, dass für die Lehrpersonen alle bestandenen Zertifizierungen kostenlos sind. Die Dreierregelung gibt es ja nicht mehr. Und mittlerweile gibt es auch alle Zertifizierungen schon auf Deutsch. Und was in diesem Schuljahr auch neu ist, es gibt ein Demo-Prüfungssystem von Gmetrix, das man für die Schülerinnen und Schüler bestellen kann. Der Preis pro Lizenz pro Jahr sind 15 Euro, wenn man eine Einzellizenz bestellt, ab 10 Stück ist der Preis pro Lizenz 12 Euro. Das ist quasi eine zusätzliche Unterstützung, wenn man sagt, man möchte sich mit Demo-Prüfungen auf diese Zertifizierungen vorbereiten. Dann installiert man ein Prüfungssystem von Gmetrix und kann sowohl Word, Excel als auch PowerPoint so oft man möchte als Demo-Prüfung wiederholen, um sich bestmöglich vorbereiten zu können. Dann aktuelles BH-Fortbildungsangebot, da sehe ich auch die Kollegin Doris Rehkirsch, die ist auch heute da, die diese Zertifizierungsvorbereitungen an der Pädagogischen Hochschule Wien betreut. Hier sind die Termine, man kann sich anmelden vom 1. bis 30. November. Erfahrungsgemäß werden sie auch in die Nachinskription gegeben, sind bis jetzt immer ganz gut ausgebucht gewesen. Hier sind direkt Links eingefügt, wo man direkt dann auf die BH-Online-Seite kommt, dass man sich direkt anmelden kann dafür. Und was auch noch eine tolle Sache ist, man kann sich direkt im Anschluss an der jeweiligen Fortbildung gleich zertifizieren lassen. Dann schauen wir uns das nächste Produkt an, die sogenannten Microsoft Technology Associate Zertifizierungen, MTA abgekürzt. Die werden
mit 30. Juni 2022 in den Ruhestand versetzt. Das bedeutet, alle Schulen, die momentan diese Zertifizierung für ihre Schülerinnen und Schüler anbieten, haben noch die Möglichkeit, bis Ende dieses Schuljahres diese Zertifizierung zu machen. Danach ist dieses Produkt nicht mehr erhältlich. Derzeit für Server Administration, für Network Fundamentals, Security Fundamentals, Windows Operation System Fundamentals, als auch HTML- und CSS-Programmierung, Python- und Datenbank-Fundamentals. Diese Lücke, die dadurch entsteht, dass diese Zertifizierung nicht mehr angeboten werden, wird aber direkt von Certiport, vorweg noch hier kostenlose Fortbildungen von der BH, gibt es jetzt noch zwei Fortbildungsmöglichkeiten, hier sind auch die Termine, wo man sich direkt anmelden kann. Wenn MDA nicht mehr verfügbar ist, das heißt ab dem Schuljahr 2022-23, gibt es dann ein neues Produkt, den sogenannten Information Technology Specialist, der direkt von Certiport angeboten wird. Hier habe ich auch die Links dazu eingefügt, welche Zertifizierungen das da sind. Am Schluss komme ich dann noch darauf zu sprechen. Im Sommersemester werden Umstiegs- und Zertifizierungsseminare angeboten. Das bedeutet, für alle Schulen, die momentan MDA-Zertifizierungen anbieten, gibt es hier sehr kompakt Online-Fortbildungen, wo man einfach einen Überblick bekommt, was hat sich von den Inhalten her geändert und wie sieht die neue Zertifizierung aus. Was man dazu sagen muss an dieser Stelle ist, dass derzeit diese Zertifizierungen nur in englischer Sprache angeboten werden. Dann schauen wir uns das nächste Produkt an, die Microsoft Certified Fundamentals. Hier sind wir wirklich im Bereich von Cloud Computing angesiedelt. Derzeit gibt es hier 6 verschiedene Zertifizierungsmöglichkeiten. Hier möchte ich auch diesen Link erwähnen, nämlich die Cloud Academy von der EDC, wo man direkt eine Vorbereitung für die Zertifizierung bekommt, eine Demo-Prüfung bekommt und die Zertifizierung selbst auch abhalten kann. Ist besonders interessant jetzt einmal für die Lehrpersonen vorab. Alles, was wir hier kennenlernen bei der Cloud Academy, wird auch bei den angebotenen Fortbildungen der pädagogischen Hochschulen mit implementiert. Und zwar schauen wir uns die Zertifizierungen im Detail an. Wir haben hier einmal die AZ900, die Microsoft Azure Fundamentals. Hier kriegt man einmal einen Überblick über Microsoft Azure und was mit dieser Cloud Computing Plattform alles möglich ist. Also es ist eine Basiszertifizierung, auch eine Basiszertifizierung, die MS900 für Microsoft 365. Wo man einfach einen guten Überblick erhält, was Microsoft 365 ist, was es alles beinhaltet. Die Exame selbst laufen so ab, dass man 60 Minuten Zeit hat und im Schnitt 32 bis 43 Fragen dazu gestellt werden. Dann haben wir weitere Zertifizierungen, einmal die BL900, die Microsoft Power Platform Fundamentals und einmal die MB901, die Dynamics 365 Fundamentals. Auch hier 60 Minuten Zeit für die Zertifizierung, 32 bis 43 Fragen. Und die letzten zwei Basiszertifizierungen, die AI900, Microsoft Certified Azure Artificial Intelligence Fundamentals und DP900 Azure Data Fundamentals. Auch hier bei der Zertifizierung 32 bis 43 Fragen mit einer Zeit von 60 Minuten. Was Neues, und das freut mich persönlich besonders, ist, dass auch hier eine Associate-Zertifizierung mit angeboten werden kann, nämlich die AZ104, Microsoft Certified Azure Administrator. Hier geht man schon ein bisschen mehr in die Tiefe von Microsoft Azure und hier handelt es sich dann auch um eine praktische Anwendung bei der Zertifizierung. 32 bis 43 Fragen, wieder 60 Minuten Zeit. Dieses Produkt wird sehr bald auch in die Cloud Academy von der ETC implementiert werden. Wenn man sich hier vielleicht jetzt noch ganz kurz die Microsoft Azure Zertifizierungsroadmap anschaut, sieht man hier mal die ganzen Fundamentals-Zertifizierung, die ich vorhin angesprochen habe, insgesamt sind 6 Stück. Hier sind die wichtigsten 3 abgebildet. Der nächste Step
sind dann die Associate-Zertifizierung, hier die AZ-104. Und im weiteren Verlauf kann man bis zum Expert-Level gehen, hier gekennzeichnet mit 3 Sternen. Auch hier werden wir natürlich versuchen, diese Zertifizierung in einem weiteren Verlauf über die pädagogischen Hochschulen für die Pädagoginnen und Pädagogen anbieten zu können. Es ist uns auch gelungen, noch im Sommersemester 2022 einmal eine Basiszertifizierung, die AZ-900, anbieten zu können und auch darauf aufbauen, gleich die AZ-104 Microsoft Azure Fundamentals. Es sind auch hier wieder direkt die Links eingefügt. Was bei dieser Fortbildung ein bisschen anders ist als bei der MOS-Fortbildung, hier wird die Zertifizierung nicht im Zuge dieser Fortbildung mitgemacht, sondern man gibt den Pädagoginnen und Pädagogen Zeit, sich selbst noch einmal die Lerninhalte näher zu bringen und kann sich dann individuell einen Online-Prüfungstermin bei der ETC ausmachen, muss dafür kein Programm am Computer installieren und kann dann direkt online bei einem Prüfungstermin teilnehmen. Dann auch noch einen Ausblick für das Schuljahr 2022/23. Hier haben wir wieder alle MOS-Zertifizierungen bei der Pädagogischen Hochschule Wien und auch bei der Pädagogischen Hochschule Salzburg. Zusätzlich auch an der BH Wien IT-Specialist. Einmal diese 4 Zertifizierungen, Coding with Python, Webdesign mit HTML und CSS, Netzwerke-Grundlagen und Datenbanken-Grundlagen. Und zusätzlich auch wieder die Microsoft Certified Fundamentals, die AZ-900, MS-900, BL-900, MS-700, Managing Microsoft Teams. Die wird an der BH Salzburg angeboten. Sonst werden alle Fortbildungen an der BH Wien und an der BH Salzburg angeboten, alle als Bundesseminare. Das heißt, es ist wirklich für jede Pädagogin oder jeden Pädagogen möglich, online an diesen Fortbildungen teilzunehmen. Dann vielleicht zum Ablauf, wenn man sich jetzt entscheidet, selbst an der Schule für die Schülerinnen und Schüler eine Prüfung anbieten zu wollen, ist es einmal so, man registriert die Schule als Prüfungsstandort. Die Registrierung ist kostenlos. Hier ist auch direkt der Link dazu eingefügt. Dann wird schulintern eine Person als Prüfer registriert. Was hier auch noch eine Besonderheit ist, ist Folgendes. Die Person, die diese Prüfungen betreut, muss selbst nicht die Zertifizierungen haben. Sie fungiert als Proktor und ihre Aufgabe ist es, zu bestätigen, dass wirklich die richtige Person vor dem Gerät sitzt und dass auch die allgemeinen Prüfungsbestimmungen eingehalten werden. Was mich persönlich besonders freut, ist, dass man an der Schule selbst nicht die Prüfungssoftware installieren muss. Man kann es natürlich machen, wenn man sagt, nein, aufgrund von administrativen Einschränkungen darf ich die Prüfungssoftware nicht installieren, ist es möglich, eine Online-Prüfung abzuhalten. Hier wird die Prüfung seitens der ETC geproktert und über Remote-Dateien steigt man dann auf die Prüfungsgeräte bei der ETC ein. Das funktioniert sehr gut mit einer aktiven Internetverbindung. Der nächste Schritt ist dann, dass man einen Prüfungstermin sich aussucht und den direkt anmeldet und dann kann es auch schon losgehen mit der Prüfung an der eigenen Schule. Die Ergebnisse werden sofort nach Beendigung der Prüfung bekannt gegeben und man erhält auch sofort das Zertifikat. Vielleicht auch noch zu den Preisen. Hier kann man auch sagen, ist es gelungen, durch die Kooperation mit dem Bildungsministerium entsprechende reduzierte Edepreise anbieten zu können. Eine MOS-Zertifizierung kostet pro Zertifikat 19 Euro, eine MTA-ITS-Zertifizierung 25 Euro und eine MTC- oder MCF-Zertifizierung 49 Euro. Alle aktuellen Angebote findet man hier auch auf der Ministeriumsseite. Hier möchte ich anmerken, dass wir gerade dabei sind, diese Seite etwas neu zu gestalten. Momentan ist das eine sehr lange Seite, die nicht so gut gegliedert werden kann, weil das die Ministeriumsseite nicht zulässt. Das heißt, wir werden einen Teil davon auslagern zur ETC, um das entsprechend besser optisch darstellen zu können. Das wird jetzt mit Mitte Dezember dann live geschaltet. Da sieht man auch ein Foto von mir, damit man auch im Nachhinein noch ein Gesicht von mir hat und meine ganzen Kontaktdaten.
Ich freue mich über alle Fragen, die kommen, jederzeit per E-Mail oder per Telefon, und bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit und stets dafür weitere Fragen zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank. Sehr informativ, ein sehr großes Angebot. Ich sehe gerade im Chat gibt es keine Fragen. Möchte vielleicht noch jemand eine Frage stellen zu den Zertifizierungen? Wenn es keine Fragen gibt, dann weiß ich, es war so informativ, ja, genau, dass es keine Fragen gibt. Also ich hätte schon noch eine, vielleicht haben Sie es gesagt, vielleicht habe ich überhört, bei den Kosten. Es ist ja beim ECDL zum Beispiel so, dass eine Skill-Card da gezahlt werden muss, also so ein 35 Euro, dass man überhaupt starten kann. Ist es bei diesen Zertifizierungen auch oder habe ich das richtig verstanden, dass also man dann nur pro Prüfung quasi zahlt? Bei diesen Zertifizierungen gibt es keine Skills-Card, man zahlt wirklich nur die eine Prüfung, die man machen möchte, und man ist auch nicht gebunden, dass man mehrere Prüfungen macht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lehrperson bin und sage, okay, aus irgendeinem Grund schaffe ich es gar nicht, dass ich jetzt zum Beispiel PowerPoint im Unterricht durchmache, sondern interessiere mich jetzt nur für Word und Excel, dann mache ich einfach nur diese zwei Zertifizierungen. Dann bezahlt der Schüler quasi 25 Euro für die Word-Core-Prüfung und 25 Euro für die Excel-Core-Prüfung und kann daraufhin auch zusätzlich die Expert-Prüfungen machen. Wenn er halt den Specialist überreicht bekommen möchte, braucht er die drei Basiszertifizierungen. Aber das steht wirklich jedem frei und das macht es auch besonders lukrativ. Und bei den anderen Produkten wie die ITS oder den MCF-Zertifizierungen ist es genau dasselbe. Also man kann hier wirklich für sich jenes Zertifikat für die Schülerinnen und Schüler auswählen, was am besten auch zum Unterricht passt, weil man ist ja doch ein bisschen an den Lehrplan auch gebunden, außer man hat die Möglichkeit, über ein Freifach hier noch ergänzend Unterrichtsinhalte durchzumachen, dann ist natürlich das möglich, auch mehr anzubieten. Und preislich, glaube ich, sind wir hier wirklich in einem guten Segment unterwegs, dass es auch gut leistbar ist. Ja, na, das ist super, wenn man das so individuell zusammenstellen kann, ist das sicher ein großer Vorteil. Auch der Ablauf. Also ich kenne es nur von uns, von den ECDL-Prüfungen, und das klingt sehr stressfrei, der Ablauf, den Sie geschildert haben an der Schule. Das freut mich. Dankeschön. ab welcher Stufe, da haben wir noch Zielgruppe, ja genau, Zielgruppe sind welche Schülerinnen und Schüler für die Zertifizierungen? Also ab SEC 2, würde ich sagen. Wir zum Beispiel am DGM machen jetzt da Word, Excel und PowerPoint Core in der 9. Schulstufe. Das funktioniert auch ganz gut von den Inhalten her, dass man die durchmacht und auch vom Verständnis her. Ich will jetzt auch nicht Moos mit dem ECDL vergleichen. Ich finde, der ECDL ist ein tolles Produkt. Moos würde ich jetzt, wenn ich sage, okay, man vergleicht es von der Stufe her, vom Niveau her, würde ich sagen, ich habe den ECDL das als Basis, den Standard. Ich habe Moos darüber gestellt vom Niveau her, dann ECDL Advanced und dann Moos Expert. Ja, kann ich bestätigen. Also ich kenne auch Moos-Zertifizierungen und bin aus der SEC 1 und würde das ähnlich einschätzen. Genau, also ich glaube, es ist einfach eine gute Ergänzung, wenn man sagt, okay, mein Kind ist jetzt im Pflichtschulbereich, dann macht man mal den ECDL. Dass einmal eine gute Basis da ist, und dann im weiteren Verlauf kann man halt für sich entscheiden, je nachdem, was eine Schule anbietet, macht man jetzt ein ECDL Advanced oder macht man Moos. Es ist sicher beides sehr gut, dass man das einer Bewerbung hinzufügen kann, weil man einfach damit belegen kann, dass man standardisiert von einem Syllabus her Inhalte erfassen versteht kann, und kann. Beim Lehrplan ist das immer so eine Sache, das weiß ich selber auch. Dann gibt es ein Schulbuch, gewisse Inhalte sind im Schulbuch gar nicht drin oder nicht so vertiefend drinnen, und so hat wirklich die Lehrperson einfach eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ich gebe einfach meinen Schülerinnen und Schülern das noch mit auf die Reise, um ihnen eine bessere Chance in der Berufswelt oder bei der Bewerbung zu geben. Mhm. Dankeschön. Es war noch ein Hinweis im Chat, 19 Euro für Moos und genau, nicht 25. Das war der aber... Also Moos-Zertifizierung kostet 19 Euro, nicht 25. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gehabt. Das bessere ich gleich aus. Danke, Christoph. Gut, wenn es weiter keine Fragen gibt, dann
Darf ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für den umfangreichen Überblick und ja, die Darstellung des Angebotes, was es alles gibt. Und darf Ihnen allen noch einen schönen Abend wünschen und für morgen noch einen schönen, eine schöne Fachtagung mit informativen Inhalten. Und auch an Sie noch einmal herzliches Dankeschön für Ihre Ausführungen. Ich sage auch danke für die Möglichkeit. Schönen Abend und vor allem gesund bleiben. Genau. Also, da ist jetzt eine Frage.